Ich finde, dass dieser wunderschöne Abend sich hervorragend eignet, einmal über etwas ganz anderes zu reden. Und zwar nicht über Pferdetraining, Pferdeausbildung oder sonst was, Unterricht, sondern über etwas, was ich zwar im Unterricht selber immer wieder erlebe und auch selber kenne und letztendlich ein Tabuthema ist. Und das Tabuthema oder was ich ansprechen möchte heute ist das Thema Frust im Pferdealltag. Und ich glaube, dass jemand, der sagt, er kennt das nicht, letztendlich lügt oder sich da etwas vormachen will. Und ich denke, dass es sehr wertvoll ist, dass wir mal kurz darüber reden, was Frust ist, wie Frust entsteht. Und natürlich möchte ich dir auch meine Strategien mitteilen, wie ich in den letzten Jahren versucht habe und immer wieder versuche, weil das kommt natürlich immer wieder auch mal hoch, Frust im Pferdealltag zu begegnen. Letztendlich, wie entsteht Frust? Das ist eigentlich, glaube ich, mit so das Leichteste. Nach meiner Erfahrung entsteht Frust vor allen Dingen, wenn wir zum Beispiel eine Aufgabe ausprobieren oder eine Lektion oder was auch immer, das Gefühl haben, es stimmt alles, ist alles gut vorbereitet und es klappt dann nicht. Und meistens klappt es wiederholt nicht. Das kann nun mal frustrieren. Natürlich kann auch frustrieren, wenn wir uns auch langfristig etwas vorgenommen haben mit den Pferden und erreichen diese Ziele nicht. Aus welchen Gründen auch immer. Auch dann entsteht natürlich Frust im Alltag. Und der ist sogar noch viel tiefsitzender letztendlich als, ich sag mal, so ein kurzzeitiger Frust. Aber es bleibt Frust. Also das ist jetzt mal, wie entsteht Frust? Und dann gibt es natürlich auch, was Frust eigentlich ist. Eigentlich, darauf will ich hinaus. Es ist in jedem Fall sicherlich kein schönes Gefühl, und es hat sehr viel mit Emotionen zu tun, negativen Emotionen, und glaube ich, das ist das Problem. Denn eigentlich ist, wenn Frust entsteht, wenn wir das mal neutral betrachten, wenn wir das mal so von außen versuchen zu betrachten, uns mal daneben zu stellen in dieser Situation, ist Frust ja letztendlich nur eine Momentaufnahme. Und was noch sehr viel wertvoller ist, ich finde Frust nämlich grundsätzlich oder die Idee oder wenn es zu einer solchen Situation kommt, sehr wertvoll. Frust gibt uns die Möglichkeit, etwas zu ändern oder zu reflektieren. Also es ist in jedem Fall auch eine Chance, Frust. Und deshalb finde ich Frust eben sehr, sehr wertvoll. Das heißt natürlich nicht, dass das eine angenehme Sache ist, aber was ich immer wieder auch realisiere, ist von außen, wenn jemand frustriert ist, kann das sein, dass die Wahrnehmung sehr unterschiedlich ist von einer außenstehenden Person, die ja in der Regel nicht frustriert ist, verglichen mit der Person, die jetzt gerade mit dem Pferd oder auch wenn ich jetzt, also ich will jetzt nicht sagen, dass ich frustriert bin, ne, mit dem Pferd, aber auch schon Situationen hatte natürlich. Aber wenn ich sag mal zum Beispiel, ich bin frustriert mit meinem Pferd, die außenstehende Person sieht das ganz anders. Das heißt, allein das ist schon mal, kann sein, dass das eine sehr, sehr unterschiedliche Wahrnehmung ist von dem, was da passiert, gerade wenn es so Aufgaben sind oder sowas. Aber ich glaube, was ganz wichtig ist, ist, dass die Person, die außenstehend ist, also was ist der Unterschied bei der außenstehenden Person, warum ist die nicht frustriert? Na, weil sie natürlich keine negativen Emotionen in diesem Moment hat oder diese da reinlegt. Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Das abzustellen ist sehr, sehr schwierig. Dann kommen wir zum dritten Punkt. Wie kann ich Frust begegnen oder wie mache ich das jetzt? Das heißt, ich versuche, mich so ein bisschen rauszunehmen aus der Situation. Und das gelingt mir am besten, indem ich einfach mal anhalte, innehalte und mal überlege und wirklich versuche, neutral zu sehen, was ist denn da jetzt? Was passiert da, was mich wirklich jetzt frustriert? Und warum ändere ich das nicht? Denn wenn ich das ändern würde oder wenigstens sagen würde, stopp, 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 wir müssen mal kurz innehalten, kurz reflektieren, dann kann der Frust in jedem Fall auch schon mal nicht weiter wachsen. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Das heißt, ich versuche dann eben, mich nach außen zu stellen und zu reflektieren. Und früher
habe ich gemerkt, wenn ich einen schlechten Tag hatte, wegen der Arbeit oder was auch immer, habe ich versucht, diese Situation auch zu vermeiden. Das heißt, ich habe gar nicht erst was mit dem Pferd gemacht, beziehungsweise bin es wenigstens nicht geritten, um eben gar nicht diesen Frust auszulösen. Mittlerweile mache ich das so nicht mehr. Das heißt, ich versuche wirklich, diesen Alltag oder diese Situation, die eigentlich ja nichts mit der Session zu tun hat, mit meinem Pferd, dort auch zu lassen. Also in dem Moment, wo ich am Pferd bin, auch auszublenden. Das ist wirklich eine Übungssache. Das funktioniert, aber es ist eine Übungssache. Aber in dem Moment mal innezuhalten, mal zu reflektieren, ist in jedem Fall eine gute Sache. Und nochmal, es ist nur eine Momentaufnahme. Das heißt nicht, dass das die nächsten 3 Monate, 3 Jahre oder was auch immer so bleibt. Letztendlich sieht es meistens am nächsten Tag schon ganz anders aus. Und das kann sein, weil wir einen schlechten Tag hatten, weil das Pferd einen schlechten Tag hatte. Letztendlich kommen ja hier 2 Lebewesen zusammen und nicht immer, sie muss mich jetzt nicht ablenken, ja? Nicht immer passt das zu diesem Moment, dass wir beide auf dem, ich sag mal, denselben roten Faden haben. Ja? Insofern hilft mir wirklich innezuhalten und sich schon auch den Dämonen zu stellen, die den Frust verursachen. Was ist das? Warum bin ich dann frustriert? Habe ich das nicht gut vorbereitet? Habe ich einen Ärger mitgenommen? Denn meistens, nein, es liegt nie am Pferd. Ja, es liegt nie am Pferd. Ich kann jetzt gar nicht jetzt verschönern und sagen, es liegt meistens nicht am Pferd. Es liegt nie am Pferd, sondern ich will auch nicht sagen, es liegt an uns. Aber es liegt da an uns, aus dieser Sache das Beste draus zu machen. Und wenn das heißt, in dem Moment innehalten für dich, okay, ich beende die Session und probiere es morgen erneut oder nächste Woche, was auch immer. Mach das. Das ist in jedem Fall eine gute Strategie. Kann ich nur empfehlen. Das heute zum Tabuthema Frust. Ich bin sehr gespannt, was denn deine Strategie ist, wenn es um Frust geht im Pferdealltag. Ich glaube, es ist sehr interessant, wenn wir so ein bisschen Schwarmwissen austauschen. Also, lasst uns eine kleine Anti-Frust-Sammlung machen. Wie können wir dem Frust im Pferdealltag begegnen? Was können wir da machen? Ich freue mich auf dein Feedback und die Kommentare. 2 Sachen habe ich total vergessen, weil mich die Jungs hier komplett aus dem Konzept gebracht haben. Und ich hoffe, dass das diesmal funktioniert. Und das sind 2 ganz wichtige Sachen, wenn es um die Frustbewältigung geht. Ich will auch ganz bewusst nicht sagen Frustvermeidung, sondern Frustbewältigung. Und das ist einmal, hol dir Unterstützung durch deinen Trainer, deine Trainerin, die dich eben auch in solchen Situationen unterstützen kann. Denn diese Person ist genau dafür geeignet, das eben neutraler zu sehen als du, dir zu helfen, dich mal so ein bisschen nach außen zu nehmen, raus aus dieser Situation und das Ganze eben mehr von außen zu betrachten, eben ohne negative Emotionen. Und das andere ist, was oft kommt, ist Selbstzweifel, Zweifel überhaupt, ob das das Richtige ist, was du da gerade tust. Dann gibt es oft, ich sag mal, unkontrollierte Strategieänderungen, gerade wenn man keine Unterstützung hat. Und das ist eben auch ein wichtiger Punkt, an den Prozess zu glauben, wenn du jemanden hast, der dich eben unterstützt bei dem Prozess. Eine solide Ausbildung oder Arbeit mit dem Pferd ist immer ein Prozess und ein Projekt. Also glaub an den Prozess, glaub an dem Projekt, an das Projekt und hol dir Hilfe, dass du genau diese Zweifel nicht haben wirst und eben auch unterstützt wirst in diesen Punkten. So, das waren sie, meine 2 Punkte, die mir noch ganz, ganz wichtig waren. Jetzt sind meine Störenfriede nicht mehr da. Ich wünsche dir einen wunderschönen Abend und ich freue mich ganz, ganz, ganz doll auf dein Feedback und natürlich auch, was ist denn deine Strategie zur Frustbewältigung? Ich glaube, dass das sehr, sehr hilfreich ist, wenn wir uns hier alle ein bisschen austauschen und wer weiß, vielleicht hilft die eine oder andere Frust-Anti-Kommentar-Strategie dir in deinem Alltag mit deinem Pferd.
die Strategien, die ich dir empfehlen kann, um eben mit Frust im Pferdealltag besser umzugehen, habe ich noch mal ein bisschen strukturierter hier in der Beschreibung aufgelistet. Denn die Jungs hier, die man da sieht, haben mich ja ganz schön aus dem Konzept gebracht. Aber da findest du die in der Beschreibung noch mal genau aufgelistet.